Moin, moin, na? Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Es ist heute Sonntag und eigentlich dachte ich mir, komm, drauf. Ich lieg einfach den ganzen Tag auf der Couch, mach gar nichts, fress irgendetwas in mich rein. Aber nein, ich hab mich für den anderen Weg entschieden. Und zwar war ich gerade beim Sport, hab alles aus mir rausgepresst, was noch in mir war. Und jetzt sitze ich hier mit voller Energie getankt, um dieses Video zu machen. Und ich glaube, ich habe genauso viel Energie wie diese Opa in diesem Video. Die versuchen da irgendeinen Holzstamm aus dem Boden zu reißen. Da vorne ist der Traktor und daneben ist seine Hilfe. Ey, der Opa sorgt nochmal für den zusätzlichen PS. Come on, come on, come on, Napo. Komm schon, Bruder, noch ein bisschen mehr, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Du hast es gleich. Ein paar Sekunden später. Ich finde auch erst eine größere Hilfe als der Traktor daneben. Der bringt ja gar nichts. Die wirkliche Kraft bringt der Opa mit seinem Rollstuhl. In diesen Opa habe ich Vertrauen. Und wo wir gerade so bei dem Thema Vertrauen sind, ich bin hier auf eine Werbung von einer Kirche gestoßen. Das ist geisteskrank. Wer auch immer dort in der Social Media Abteilung saß und sich das ausgedacht hat, hat 500 IQ. Aber seit wann gibt es eigentlich eine Marketing Abteilung für eine Kirche, die dann Social Media Werbung macht, hä? Trusting man, put your trust in God. We meet every Sunday at 3 p.m., every Wednesday at 7 o'clock. Wow, also das ist wirklich eine 500 IQ-Werbung. Das hat mich direkt überzeugt und das Ding ist auch abgegangen. 300.000 Likes. Es hätte keine bessere Werbung geben können für diese Kirche. Das ist anscheinend jetzt der neue Grind. Ich feiere das. Und genau auf diese Welle, dass man jetzt so lustige Werbungen macht, die fast schon Memes sind, springen jetzt auch andere Unternehmen auf Instagram drauf auf. Wie zum Beispiel hier. Day in Istanbul. No sé qué pasó. Ach so, ich verstehe. Er ist ganz zufällig gestolpert und hat dann, ja, zack, 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 die Haartransplantation einfach mal so mitgenommen, ne? Einfach mal kurz neue Haare transplantiert bekommen. Wer kennt es nicht? Und hier muss ich auch wieder sagen, ich glaube, es gibt keine bessere Werbung auf der Welt als für diese Haartransplantationsklinik. Die haben wirklich das Marketing einmal komplett von A bis Z durchgespielt. Und 866.000 Likes. Ich glaube, die haben noch nie in ihrem Leben so viele Kunden wie an diesem Tag bekommen. Aber da muss ich auch schon mal sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also mich haben die jetzt auch überzeugt. Ich glaube, ich gehe da jetzt auch hin und lass mir meine Haare transplantieren. Und was passiert hier jetzt schon wieder? Da fährt doch gerade die Feuerwehr vorbei, weil irgendjemand die gerufen hat, dass es irgendwo brennt. Wahrscheinlich hat jemand beim Kochen reingeschissen. Und wahrscheinlich war dieserjenige auch der Typ, der jetzt in diesem Auto sitzt und einfach weiterkocht. Was für eine Psychose, ey. Wir müssen doch in einer Simulation leben, oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf dem Beifahrersitz sich Essen gemacht hat. Das ist noch nie passiert. Und wahrscheinlich ist der Bruder gerade wirklich geflüchtet, weil vor 5 Minuten seine Küche zu Hause abgebrannt ist. Und er sich jetzt einfach gedacht hat, oh, Scheiße drauf. Hier ist alles am Arsch. Es gibt nur noch eine Option. Ich muss wegrennen. So schnell wie möglich. Aber die Würstchen, die nehme ich noch mit. Ich will nicht wissen, wie das Auto stinken muss. Der Fahrer bekommt doch fast keine Luft mehr. Der crasht gleich auch noch das Auto. Aber sieht irgendwie delicious aus. Das gibt so den gewissen Vibe, you know? Das gewisse Aroma, wenn das auch einfach mal im Auto auf dem Beifahrersitz gemacht wurde, auf der Flucht. Das gibt das gewisse Extra, die gewisse Liebe. Versteht ihr so das gewisse Extra von dem hier? Checkt ihr? Von dem hier einfach. Barbed Wire Moustache. Okay, ich ahne schon Schlimmes. Ich weiß zwar noch nicht, was hier jetzt passiert, aber ich ahne schon Schlimmes. Alleine, wenn ich diesen NPC-Blick sehe und der das Handy so in der Fresse hat und irgendetwas im Gesicht jetzt abgeschmiert wird. Irgendetwas ganz tief in mir drinne sagt, das kann jetzt nicht gut gehen. Ey, bitte sag mir, dass das ein Troll ist. Bitte sag mir, dass das Video jetzt einfach endet oder er irgendetwas anderes tätowiert bekommt, aber sag mir nicht, der macht sich wirklich dieses Tattoo über seinen Mund. Nein, nein, nein. Das kann er nicht ernst meinen. Der Bruder hat 100% eine Wette verloren. Gut,
Alles klar, das war's mit ihm. Das war's mit deinem Leben. Du wirst ab heute, ab diesem Tag, wirst du für immer ein Loser sein. Das kann doch niemand mehr ernst nehmen, bitte. Bitte brich noch ab, okay? Du hast noch die Chance, jetzt einfach abzubrechen und dann nicht dieses Ding da zu haben, sondern nur so ein, zwei Striche. Oh mein Gott, ich hoffe, er bricht noch ab. Der muss doch jetzt abbrechen, oder? Der macht das doch niemals jetzt zum Ende. Brother, what's that? Oh my goodness. Gut, ich muss erst mal reinhauen. Haut rein, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was hat der mit sich angestellt? Der hat sein komplettes Gesicht ruiniert. Wie willst du das bitte deiner Mutter erklären? Erklär das mal bitte deiner Mutter oder deinem Vater. Bro, ich stell mir gerade vor, ne, würde ich mir dieses Tattoo machen und ich würde das meiner Mutter sagen. Meine Mutter würde wahrscheinlich erstmal anfangen zu heulen und sagen, ich hätte mein komplettes Gesicht ruiniert. Und mein Vater, von dem will ich gar nicht reden. Von dem will ich gar nicht reden, was er mit mir anstellen würde, wenn ich auf Ernst zu ihm komme und sag so, hey, Vater, das ist mein neues Tattoo, wie findest du? Findest du geil? Ich glaube, mein Vater würde mich enterben danach. Der hätte gar keinen Bock auf noch irgendeinem Familienfoto mit mir zu sein, wo ich dieses Tattoo habe. Und jetzt mal Spaß beiseite, ne? Wir machen uns hier gerade witzig darüber, aber er hat sich gerade wirklich dieses Tattoo stechen lassen. Geht es dir noch gut? Was war die Mission? Was wolltest du damit erreichen? Bitte. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Oh my goodness. Ja gut. Ich weiß nicht, ob er sich darüber im Klaren ist, aber dieses Tattoo wird halt sein komplettes Leben verändern. Das wird einen so großen Einfluss nehmen auf sein Leben, das ist verrückt. Die einzige Option, die er jetzt hat, ist einfach... Ja. Oder wie wär's, wenn du einfach versuchst, YouTube-Videos zu machen und einfach dabei dein Gesicht nicht zeigst? Vertrau mir, Bruder, das ist das Beste, was du machen kannst. Wer weiß, ob nicht sogar ich das bin und ich eigentlich dieses Tattoo hab und genau deswegen mein Gesicht nicht zeigt. Tja, ihr werdet es niemals erfahren. 70-year-old German lives full-time on German trains. Und für alle Analphabeten, die noch immer in der vierten Klasse hängen und kein Englisch können, 17-jähriger Deutscher lebt die ganze Zeit in deutschen Zügen. Oh, wie krass war das übersetzt, ja? Ich muss mir auf die Schulter klopfen. Gut gemacht, Ben, gut gemacht. I'm 17 and I live full-time on the train. Ich habe mich im Sommer 2022 nach meinem Realschulabschluss dazu entschlossen, einen Zug zu ziehen. Und was für ein Zug? Ist jetzt Zug irgendwo ein neues Dorf, eine neue Stadt oder so? Oder willst du wirklich in den Zug einziehen? Funktioniert das überhaupt? Also die einzigen, die ich dabei beobachtet habe, die das auch versucht haben, die wurden 5 Minuten später rausgekickt. Das waren nämlich irgendwelche Obdachlosen in der Berliner U-Bahn, die einfach dort drinnen leben wollten, ohne Ticket. Dann morgens entscheiden, ob ich tagsüber in die Alpen oder in der Ostsee baden gehen will. Das ist alles. Wie in die Alpen, Bruder? Der meint das ernst. Der lebt wirklich in dem Zug. Der geht wirklich, glaube ich, so am Morgen in die Alpen und am Abend geht er in die Ostsee. Was ich zum Leben im Zug brauche, das ist eine Decke nachts zum Zudecken, ein paar Klamotten, die ich dabei habe, 3 T-Shirts. Du willst mir sagen, alle deine Besitztümer, alles, was du hast, ist in dieser Tasche? In diesem Rucksack? Bruder, ich habe gerade auf meinem Schreibtisch hier mehr Dinge liegen, als du in deinem Rucksack hast. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. 2 Hosen, Zahnbürste. Ich arbeite als Softwareentwickler für ein kleines Kölner IT-Startup. Ich kann dann arbeiten, was ich will. Mein Leben im Zug, das kostet so roundabout 10.000 Euro im Jahr. Der größte Teil davon geht für die Bank, hat 100 erste Klasse drauf. Meist 10.000 Euro im Jahr, das sind ungefähr so 800 Euro pro Monat. Dafür, dass du im Zug lebst, ja, also ich kann das gerade echt nicht einschätzen, ne? Aber ich weiß nicht, Bruder, ob das jetzt so geil ist. Aber wenn du Lust darauf hast, so, okay. Irgendwo muss ich sagen, auch Respekt the Hustle, ne? Weil wer wirklich die Eier hat und es auch so lange aushält, in einem Zug zu leben, Bruder. Respekt. Ich glaube, du wirst alles überstehen im Leben. Dich kann ja gar nichts kleinkriegen. Ich will nicht wissen, was dieser Typ alleine in der letzten Woche alles mitbekommen hat. Da muss ja so heftige alles passieren und der Typ ist direkt dabei. Der bekommt alles sofort aus erster Quelle mit. Stell dir mal vor, er lernt gerade so eine kennen, so, die verstehen sich richtig gut. Sie verliebt sich auch so ein bisschen in ihn, weil er ist so ein süßer Boy, you know. Und dann fragt sie so, yo, kann ich heute zu dir kommen oder so? Und dann sagt er so, klar, 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 schau, die kommt vorbei. Wir können bei mir chillen in meiner Wohnung. Ich habe meine eigenen 4 Wände. Und dann kommt die vorbei und die chillt so am Bahnhof. Und auf einmal kommt der Typ in dem Zug vorbei und sagt, hey, hey, einsteigen. Und dann sind das seine 4 Wände. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde als Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich das dann cool finde oder mir so denke, was für ein geisteskranker was will der? Oder ich hau ab. Ich dreh mich um, ich hau ab im Vollsprint. Wasche ich meine Wäsche mit der Hand in der DB-Lounge und hänge sie dann über Nacht in irgendeinem Nacht-ICE, in dem ich schlafe. Meistens esse ich in der DB-Lounge. Dort kann ich mich auch einfach mal waschen, Katzenwäsche oder sowas. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Die ersten 2-3 Monate echt schlecht geschlafen, war oft übermüdet,
Mittlerweile geht das deutlich besser. Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist Berlin auf jeden Fall. Ey, der Bruder hat wirklich Sparen studiert, ne? Der ist der Sparfuchs Nummer 1. Ich kann mir das irgendwie nicht geil vorstellen. Das ist vielleicht so für ein, zwei Wochen cool so, dass du überall hinkommst, wo du willst. Aber Bruder, hast du keine Freunde oder so? Also was ist denn mit denen? Wie sieht das denn aus so am Wochenende, wenn du irgendwas machen willst? Stell dir mal vor, du bist auf einer Party, alle gehen nach Hause und du... Oder du musst 5 Stunden warten, bis dein nächster Zug kommt. Bis dein nächstes Zuhause endlich ankommt zu dir und du einsteigen kannst. Also ich glaube, um das zu machen so, ist zwar nice, dass er so viel Geld spart. Okay. Und dass er so minimalistisch lebt, ja. Ist nice. Aber ich sag, dafür muss man schon so 1-2 Glühbirnen weniger haben, damit man das auf jeden Fall aushält. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass der Typ sich das über mehrere Monate lang gibt, in einem Zug zu leben. Ich würde doch psychisch komplett kaputt gehen nach der Zeit. Bei dem nächsten Clip, bitte fragt mich einfach nicht warum, okay? Bitte hinterfragt es einfach nicht. Ich war so auf Instagram am Swipen und dann bin ich auf dieses Video gestoßen. Ja, das ist alles. Dort liegt einfach irgendein Typ und... Digga... Ist der schwanger? Ist der schwanger? Das Video ist einfach nur er, wie er da liegt mit diesem dicken Bauch und auch einfach kein Sound. Da war einfach kein Sound. Das Video hört sich wirklich so an. Kein Sound zu haben bei einem Instagram Reel ist wirklich crazy, also auf Ernst. Ich habe so viele Fragen, wer ist dieser Typ, wo ist der Sound, wo liegt er da und vor allem, warum hat er diesen fetten Bauch? Der hat wirklich einen Ball verschluckt. Der hat einen von diesen Gymnastikbällen, die es damals in der Schule gab, hat er gegessen. Ich hoffe, dem geht's gut, aber so wie das aussieht, ist er einfach nur am Chillen. Der hat gerade bestimmt einfach nur gegessen und hat deswegen so einen dicken Bauch. Der hat einfach nur gerade sich gut schmecken lassen. Nichts Verwunderliches. Der Endgegner von ihm wäre dieses Ding hier. Ein kleiner Piekser davon und der Bruder macht... Und zum Abschluss, um uns noch einmal runterzubringen, habe ich hier ein nettes Gespräch von zwei netten Leuten, die sich in einer Beziehung befinden. Ja, bla 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 was. Halt die Fresse, du blöde N***! Ja, halt die Klappe! Geh du blöde F***! Ja, geh rüber, geh schlafen, Mann! Okay, gut. Das hat jetzt nicht so angefangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich sehe die zwei manchmal, die sind immer auf Twitch am Livestream und da eskaliert immer alles. Das ist deutsches Kulturgut, was wir hier sehen. Aber nee, jetzt will ich gar keine F***. Halt die Klappe! Weil du noch Fisch stinkst! Halt die Klappe! Oh, was hat er da gesagt, Bruder? Was hat er da gesagt? Das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Damn, also das kannst du doch nicht droppen zu deiner Freundin. Obwohl, so wie der aussieht, dem ist alles egal. Der droppt das, was er will. Geh rüber, Alter! Halt Maul, du Fischfotze, Alter! Halt Maul! Geh du dich lieber duschen, Alter! Ja, geh du dich lieber auf den Rasierer, der F***! Okay, ich sag dir ehrlich, der mit dem Duschen war krass. Der war so krass, der hatte gar keine Ahnung mehr, was er sagen sollte. Der hat sich komplett versprochen. Machst du die Tür kaputt, bezahlst du die auch? Ja, deine Mutter fängt ihn, Alter. Du Assi, Alter. Halt die Platte, blöde Du Assi, Alter. Wie man ihn noch so ganz leicht da hinten durch die Tür stumpf hört. Halt die Klappe, geh schlafen. Geh schlafen, Junge. Geh schlafen, halt dein Schnabel. Geh schlafen. Ich feier's, wie der Typ immer das letzte Wort haben will, ne? Scheiß auf alles, Hauptsache immer noch eins nachdrücken. Auf gar keinen Fall als Erster aufgeben. Immer noch mal sagen so, halt die Fresse. Halt dein Maul, du Befe. Ach ja, das normalste deutsche Ehepaar. Ich glaube, die müssen sich einfach mal ein bisschen abreagieren. Die müssen mal zusammen zu einem von diesen Konzerten, wo so alle ausrasten und so alle ihre Wut rauslassen. Zu so einem hier. Ich habe den Sinn davon noch nie verstanden. Da geht man einfach hin, der Typ auf der Bühne macht einfach nur so. Und das ist dann die geile Musik, wozu alle abgehen. Guck mal, der da unten, komplett in seinen eigenen Film. Noch nie hat jemand mehr Musik gefühlt als er. Ich kenne da auch noch diese andere Art von diesen Videos, wo die dann alle so in einem Kreis sind und sich dann auch alle wirklich ins Gesicht schlagen. Und der eine gibt Roundhouse-Kick und trifft andere ins Gesicht. Der eine geht Knock, der andere ist da am Bluten, ja. Ja, das Klassische halt, ne? Aber genau so ein Konzert ist auch geil. Das macht auch gute Laune, ne? Gut, und damit, meine Damen und Herren, wenn ihr wollt, dass ich auch mal so einen Song mache wie der hier, einfach mal so... Dann lasst auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da, weil ich werde das auf gar keinen Fall machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.